Professional Intermittent Training. Die Zerberstung. Heute zum Thema Kniebeugen, Umsetzung nach Pit. Viel Spaß bei dem Video. Willkommen zurück. Heute geht es zum dritten Mal nochmal um die Kniebeuge, die Grundübung, die absolute Nummer 1 Grundübung, wenn es darum geht, massive Oberschenkel, dicke Beine zu kriegen. Im ersten Video haben wir euch erklärt oder gezeigt, wie die Übung grundsätzlich von der Technik her aufgebaut sein sollte, damit man es schafft, wirklich die Übung mit den Beinen zu machen, mit der Oberschenkelmuskulatur und sich nicht dabei die Knie zu schrotten und nicht zu sehr den Unterrücken zu überlasten oder zu viel mit dem Unterrücken zu arbeiten, sondern wirklich aus der Quadrizeps- und Beinbeugemuskulatur die Übung zu machen. Im zweiten Teil haben wir euch gezeigt, wie man das Ganze noch deutlich verbessern kann, den Fokus noch viel mehr verbessern kann, fokussierter wirklich aus der Quadrizepsmuskulatur zu arbeiten, indem man sich zwischendurch kurz hinsetzt. Und im dritten Video wird es darum gehen, dass man einfach mal die Frage beantwortet, wie schwer muss ich trainieren und wo baue ich die Pausen eigentlich ein? Oder lege ich zwischendurch ab oder bleibe ich stehen oder wie baue ich mir den Satz nach Peter jetzt sinnvollerweise auf? So, um euch das zu zeigen oder zu erklären, wenn wir es so machen, der Yannick wird den Teil übernehmen, wenn es darum geht, mit etwas mehr Gewicht zu arbeiten und zwischendurch die Hantel auch mal wegzulegen. Und der Lukas wird euch zeigen, wie man das Ganze sinnvollerweise macht, wenn man nicht ganz so viel Gewicht verwendet und dafür wirklich für die anvisierten 18 bis 20 oder 22 Wiederholungen stehen bleibt und die Pause wirklich im Stehen macht. Eine der Standardfragen, die man zum Thema Kniebeuge nach Pit eigentlich immer bekommt, ist: Wie mache ich das mit dem Ablegen? Wie mache ich das? Lege ich überhaupt ab? Wie mache ich das mit den Pausen? Lege ich nach jeder Wiederholung ab, bleibe ich 10 Wiederholungen stehen und lege dann erst ab oder bleibe ich für 20 Wiederholungen stehen oder wie setze ich diese Sache mit den Pausen zwischen den Wiederholungen bei Pit jetzt wirklich sinnvoll um? Meine Empfehlung wäre grundsätzlich immer erstmal mit etwas weniger Gewicht anzufangen, erstmal zuzusehen, dass man es wirklich schafft, einen kompletten Pit-Satz im Sinne von 18 bis 20, vielleicht auch 22 Wiederholungen, weil ich denke, die Beine sprechen auch etwas höhere Wiederholungszahlen grundsätzlich etwas besser an, wirklich erstmal durchzuziehen, ohne zwischendurch das Gewicht abzulegen. Das heißt, dass man das so macht, wie das Lukas es hier im Bild auch vormacht, dass man nach jeder Wiederholung stehen bleibt, dafür sorgt, dass der Unterrücken entlastet wird, indem man eben wieder das Becken nach vorne reinkippt, die Bauchmuskulatur auf Spannung bringt und dafür sorgt, dass der Lendenwirbelbereich gerade ist und nicht die ganze Zeit im Hohlkreuz ist, was dazu führt, dass der Unterrücken die ganze Zeit statische Haltearbeit leisten muss. Das heißt, diese 20 Wiederholungen oder 22 Wiederholungen will man auch nur dann wirklich schaffen, ohne dass der Unterrücken zumacht und übersäuert und einen Strich durch die Hecken macht, wenn man es schafft, wirklich bei jeder einzelnen Pause dafür zu sorgen, dass der Unterrücken raus ist. Also immer wieder ganz bewusst mit dem Becken nach vorne reinkippen, Bauch auf Spannung bringen, dass der Unterrücken rausgenommen ist. So, wenn man das mit etwas weniger Gewicht eine ganze Weile gemacht hat, wird man mit Sicherheit feststellen, okay, ich könnte jetzt vielleicht noch mehr Stimulation aus der Übung rausholen, wenn ich etwas mehr Gewicht verwenden würde und dafür die Pausen auch etwas länger machen würde. Und da ist es meistens dann der Fall, durch längeres Stehenbleiben, weil das Gewicht auch höher ist und dadurch sich die Satzzeit nach hinten raus verlängert und auch durch das höhere Gewicht, dass die Rumpfmuskulatur, also der Unterrücken- und Bauchmuskulatur irgendwo an seine Grenzen kommt. Weil wenn man gerade steht, die Beine durchgestreckt, die Knie durchgestreckt sind, die Oberschenkelmuskulatur ist mit Sicherheit wesentlich besser entlastet als die Rumpfmuskulatur. Auch wenn man es schafft, dadurch, dass man das Becken nach vorne reinkippt, den Bauch anspannt, den unteren Rücken ein Stück weit rauszunehmen, ganz ohne Spannung ist er eigentlich nie. So, deswegen meine Empfehlung, wenn man dann hergeht und mehr Gewicht nimmt und feststellt, okay, ich schaffe es jetzt nicht mehr, diese 20 Wiederholungen durchzuziehen oder 22 Wiederholungen durchzuziehen, ohne dass der Unterrücken einen Strich durch die Rechnung macht, dann sollte man auch mal hergehen und die ersten 7, 8, 9, 10 Wiederholungen so um den Dreh machen, indem man in den Pausen kurz stehen bleibt und den Unterrücken möglichst entlastet im Stehen. Dann die nächste Wiederholung macht und irgendwann nach den 7, 8, 9, 10 Wiederholungen hergeht und wirklich die Langhantel auch mal einhängt, kurz durchschnauft, die Langhantel wieder aufnimmt, wieder raus tritt, sich in Position bringt und dann den nächsten Cluster macht. Wieder 2, 3, vielleicht auch 4 Wiederholungen, wo man in den Pausen wieder stehen bleibt, wieder dafür sorgt, dass der Unterrücken im Stehen möglichst nicht allzu viel machen muss, sondern größtmöglich entlastet ist.
und dann nach diesem Cluster wieder einhängt. Den nächsten Cluster vielleicht ein bisschen kleiner schon wählt, dass man da nicht mehr 4 Wiederholungen macht, sondern nur noch 3, dass man so über diese Cluster hinweg am Ende auf die Gesamteinzelwiederholungszahl von 18 bis 22 Wiederholungen kommt. Das sind eigentlich so die beiden klassischen Varianten, die es gibt. Beide Varianten haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Ich finde, man sollte beides machen, dass man wirklich mal ruhig etwas schwerer beugt, zwischendurch ablegt und somit etwas mehr Gewicht arbeiten kann und die Satzzeit sich auch ein bisschen nach hinten raus verlängert. Man sollte aber auch regelmäßig hergehen, nicht zu viel Gewicht verwenden und wirklich für diese 18, 20, 22 Wiederholungen stehen bleiben und während der gesamten Satzdauer nicht ablegen, sondern den Satz wirklich von A bis Z, also von der ersten bis zur letzten Wiederholung durchziehen, ohne das Gewicht zwischendurch einzuhalten. Das wäre meine Empfehlung. Einfach mal erstmal mit der Variante ohne Ablegen anfangen. Also man sollte es schon schaffen, für 20 Wiederholungen stehen bleiben zu können. Wenn man das kann, kann man auch noch mehr Gewicht nehmen, zwischendurch einhängen. Probiert für euch so ein bisschen aus, mit welchen Gewichten ihr, mit welcher Variante am besten klarkommt. Ganz wichtig, lasst euch da auch nicht zu viel von irgendwelchen Zahlen beeinflussen, sondern geht so ein bisschen nach Gefühl. Ne? Probiert beide Varianten aus und je nachdem, was für euch besser funktioniert, ist dann auch das, was ihr letzten Endes machen solltet. Okay, so viel zum Thema Kniebeuge. Ich denke, mit dem Dreiteiler haben wir schon relativ viel erschlagen können. Es gibt mit Sicherheit Punkte, die ich noch nicht berücksichtigt habe, die wir noch nicht angesprochen haben. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da auch in die Videokommentare entsprechende Fragen oder Anregungen aufnehmen würdet. Dann werden wir uns mit Sicherheit noch mal hier zusammenfinden und noch 2, 3 weitere Teile zum Thema Kniebeuge drehen, weil über die Übungen kann man einiges sagen und einiges vorführen. Da denke ich, gehen einem die Themen irgendwo nicht aus, um diese ultimativ wichtige Grundübung, die Kniebeuge. Ja, vielen Dank für heute fürs Zusehen. Schaut auch unbedingt auf der Internetseite vorbei, www.pit-training.de. Wenn ihr diese Übung mal unter meiner Aufsicht mit meinen Tipps, mit meinen Korrekturen ausführen wollt, kommt auch gerne zu einem meiner Seminare. www.pit-seminar.de gibt es die entsprechenden Termine und auch die Tickets zu kaufen. Dann könnt ihr auch sehr gerne auf dem Instagram- und Facebook-Profil von Lukas Alexander mal vorbeischauen und Hammes gerne mal vorbeischauen. Die Links werde ich auch mit in die Videobeschreibung aufnehmen. Vielen Dank für heute fürs Zusehen. Bis bald, macht's gut. Haut rein. Ciao.